Als erstes würde Guido eine kurze Demo machen. Ganz schnell, genau, ein paar Sachen zeigen. Also ich probiere jetzt da wirklich das kurz zu halten. Es soll auch nicht irgendein Kurs sein, wo man jetzt genau zeigt, wie man das machen will, sondern es soll wirklich nur so kurz Abrisse, ein paar Tipps zeigen, wie man im Webmodul, also das Thema ist ja im Prinzip, wie man kann eine Webseite, wie kann man das ein bisschen aufpeppen. Also da gehe ich mal ins Webmodul. Es gibt im Prinzip einfach zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Eins ist der Inhalt, das ist hier auf der Linksseite dargestellt, wo man seine Seite hat, wo man auf einer Seite dann die Blöcke platzieren kann. Reine HTML-Blöcke, aber auch ein bisschen Blöcke, die ein bisschen intelligent sind, die Daten anziehen. Das ist der Inhalt, da würde ich jetzt eigentlich nicht drüber reden, sondern es geht darum, um den zweiten Teil. Wie wird das Ganze als Layout denn dargestellt? Das hat er sicher alle schon ein bisschen angeschaut, aber ich tue es gleich kurz nochmal vorstellen. Also ich jetzt hier ein kleines Layout einfach. Wo eigentlich alles Wesentliche drauf ist, aber wo vielleicht noch nicht ganz so der Vorstellung entspricht. Wichtig ist, mit dem Anpassen bekommt man ein Seitenlayout. Das ist jetzt eigentlich das Template, wie jede Seite aussieht. Da kann ich ganz kurz eine Vorschau machen. Also im Prinzip wird ist natürlich auch immer wieder überlegen, wie geht es weiter, was könnte man weitermachen. Momentan ist die Einschränkung, dass man ein einziges Seitentemplate hat, also man hat nur ein Template, das man hat. Da gehen die Ideen, dass man da nachher später mehrere machen kann, aber das ist Zukunftsmusik noch. Aber momentan besteht Clubdesk eigentlich aus einem Seitenlayout, wo nachher die einzelnen Seiten der Inhalt replatziert wird. Gut. Man kann jetzt das Seitenlayout kann man natürlich jetzt ändern. Das habt ihr sicher alle schon mal gesehen. Da vielleicht einfach der Hinweis, die dann nicht so auf die Farbe schauen. Das hätte man natürlich ein bisschen unterschiedlich machen wollen, auch nicht auf die Bilder, sondern die schauen im Prinzip, was wählen die denn. Was ist das, was ich die Layout unterscheidet? Das ist sicher mal die Aufteilung. Hat es einen Seitenbalken oder hat es keinen Seitenbalken? Dann die Navigationssicht. Wer hat gehört vom Hans Rüdi, dass er gewählt hat, dass er die Navigationsstufe beide oben hat. Man kann das aber haben, dass man eine Navigationsstufe oben hat und eine auf der Seite. Wie zum Beispiel hier in diesem Beispiel. Man kann sie beide auf der Seite haben oder man kann beide oben haben. Dann das zweite ist, hat man einen Seitenbalken oder nicht? Also das sind jetzt alles mit einem Seitenbalken. Jetzt ist er hier links, einmal ist er rechts. Dann hier hat man zwei Seitenbalken, einer wird für die Navigation gebraucht, einer für zusätzliche Sachen. Das ist im Prinzip so ein grundlegender Entscheid, wo man sagen muss, wie will ich denn meine Seite, da kann man natürlich auch ein bisschen anspielen und hat jeder seinen Geschmack. Weitere Punkte sind die Blöcke zusammenhängend oder gibt es Lücken dazwischen, da kann man etwas wählen. Ich wähle jetzt einfach mal eins aus, vielleicht nicht gerade schönste, aber irgendwann mal eins. Also, dann sieht man, jetzt hat man ein Layout ausgewählt. Was machen wir jetzt mit dem Layout? Sicher etwas vom Allerwichtigsten sind die Farben, was unterscheidend. Dann weiter ist sicher auch der Titel, also das Headerbild, was macht. Ich will es mal kurz zeigen, was gibt es da für Möglichkeiten. Also bei der Farbe ist es ja ganz einfach. Da gibt es ein Farbschema, wo man nachher irgendwas wie ändern kann. Vielleicht der Punkt, das nimmst, das ist ein Farbschema, aus dem werden nachher weitere Farben abgeleitet, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, je nachdem für die Schriften, für den Hintergrund. Je nach Wahl wird etwas vorgeschlagen. Also wählen wir etwas anderes hier aus, dann ist heute die Schrift da. Das ist eine Sache, man kann jetzt aber etwas, was sicher das Kopfbild, was sicher immer sehr grossen Einfluss hat. Da haben wir gewisse vorgeschlagen,
was wir haben. Das ist eher ein bisschen als Idee, dass man wirklich sehr schnell mal etwas starten kann. Wenn man Webseiten nachher wirklich selber gestaltet, so kommt man sehr wahrscheinlich nicht drum herum, dass man dann wirklich ein eigenes Bild macht. Das macht dann eigentlich auch das Wesentliche von der Webseite aus. Aber gleich nichtsdestotrotz zeige ich mal so ein paar Sachen. Man kann hier eins wählen. Man sieht, wird schön eingefärbt, wenn man hier die Farbe ändert. Wird euch in dem Bild die Farbe angepasst. Gut. Ich habe es vorhin gesehen, interessant wird es eigentlich erst, oder schön wird es erst, wenn man sagt, ja nein, das reicht mir nicht, ich will etwas selber machen, oder ich habe so etwas selber. Und da hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man selber etwas hochladen kann. Da haben wir zum Beispiel das, nehmen wir jetzt einmal. Und es ist nicht eine Hexerei, also das ist ein Bild. Das ist die Windows-Rechner haben, ist ein Standardbilder, Auswahlbilder, wo man das kennen kann. Man hat da vielleicht noch mit einem Bildverarbeitungsprogramm einen Titel habe ich jetzt hier drin, das muss man nicht so machen. Aber da kann man sehr schnell, man kann suchen im Prinzip. Aber es macht sofort etwas anderes aus. Die Webseite sieht ganz sicher anders aus. Dann hat man weitere Möglichkeiten zum Definieren, ja, wie soll es die Navigation sein. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Man kann sagen, man will lieber Linie mit Dreieck, schlicht oder zum Beispiel Sprechblase. Da kann man ein bisschen spielen mit was man da will. Nehmen wir jetzt mal das hier zum Beispiel. Eure Schriftarten, weil man das ein bisschen klein hat, habe ich dann auch immer ein bisschen darauf an, wie viele so Überschriften hat man, also wie viel Navigation hat. Wir haben hier Beispiele gehabt, die sehr gross sind, kann man halt nicht unbedingt einen grossen Font wählen. Wenn man das nicht so hat, kann man das sicher anpassen. Machen das ein bisschen grösser. Je nachdem, was man da will machen. Gut. Farbe. Also es geht natürlich dann weiter. Hintergrund ist sicher auch ein Thema zu dem Bild, obwohl der Koala-Bär vielleicht etwas gerne Eukalyptus hätte oder so, aber ist vielleicht das Gras nicht unbedingt geeignet. Auch da kann man, wenn man will, selber etwas hochladen. Und schon sieht die Seite dann ein bisschen, wenn man jetzt da scrollen tut, würde dann die ein bisschen besser aussehen oder auch nicht. Das ist dann wirklich der Geschmack. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen schnell gegangen. Das habe ich jetzt nicht gezeigt. Also man kann sagen, wie die Bildwiederholung ist. Jetzt hier ist eingestellt, horizontal und vertikal, macht es bei diesem Bild sicher keinen Sinn. Das kann man dann, muss man schauen, dass das Bild eine gewisse Größe hat. Etwas, was hier sich sicher anbieten würde. Ich muss schnell abbrechen. Das weiß ich nicht. Also wenn das Bild hier unten auffährt, müsste man vielleicht dann halt einfach mal Hintergrundfarbe machen. Da kann man gewisse Sachen machen, aber das ist natürlich ein prinzipielles Problem. Also darum, eigentlich, ich hätte das eigentlich als ein Beispiel gemacht, wie man das schnell machen kann. Ist vielleicht nicht das, was man selten machen. Hintergrund sollte relativ idealerweise ein Bild sein, was ich kann wiederholen kann. Da gibt es natürlich Vorlagen, die man machen kann. Und darum wähle ich da vielleicht auch ein anderes Bild mal aus. Also da kann man Verläufe, gibt es schon gewisse Sachen, die dem Farbe aufnehmen. Oder die wir doch da mal hier ein bisschen Holz nehmen. Es geht mir nicht darum, also es geht jetzt nicht hier im Kurs irgendein Webdesign, dass ich wieder die falschen Leute. Da gibt es sicher Leute, die besser das sehen, aber einfach nur um zu zeigen, wie man doch mit einfachen Klick doch eine Webseite ein bisschen machen kann, dass man vielleicht einen speziellen Touch kann machen. Es geht dann weiter, man kann mit Seitenschatten, ohne Seitenschatten. Ich will da gar nicht alle Beispiele jetzt zeigen, wie man das machen kann.
Aber sicher mal ein guter Startpunkt für jemanden, der nicht eine klare Idee hat, wie die Webseite so aussieht, kann er da ein bisschen anspielen mit Bildern und so, um überhaupt mal ein Gefühl zu bekommen, ja, wie könnte meine Webseite denn aussehen. Wir haben das Gegenteil auch. Es ist oftmals sind Vereine gekommen zu uns, die schon eine Webseite haben und die eigentlich zufrieden sind mit dem Layout und so. Und da gibt es natürlich dann auch, kann man da Anpassungen machen. Ist zum Teil ein bisschen eingeschränkt, aber wir haben das auch schon gemacht, was geholfen hat, dass die Webseite eigentlich fast genau gleich ausgesehen hat. Wie die ursprünglich. Okay. Was ist, wenn man jetzt das hat? Ich tue das mal vielleicht die Farbe noch ganz schnell ein bisschen ändern, wo mir da nicht so gefällt. Ich werde mal jetzt eher ins Brü. Gut. Man kann die Webseite und dann schauen wir uns doch das Ganze an. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist eigentlich ein Preview ist das, aber es macht immer Sinn, dass man das dann eigentlich anschaut, wie es in der Webseite aussieht. Und das wäre dann jetzt so eine Webseite, wie die aussehen würde. Gut. Etwas, was sicher auch immer wichtig ist für die erste Seite, wenn ich das ganz kurz zeige, ist, dass man vielleicht ein Bild platziert auf der ersten Seite. Jetzt habe ich die Seite willkommen aufgemacht. Wir sehen, wir haben die Blöcke, die wir haben. Und ich würde einen neuen Block einfügen. Text und Bilder zum Beispiel. Ohne Überschrift. Und hier ein Bild dazu nehmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Biber? Jetzt hat sich das nicht angeschaut. Also das ist das. Wir sagen, das gefällt mir nicht. Ich würde das gerne haben. An erster Stelle her kann man mit Regentrop machen. Man kann sagen, auf dieser Seite wähle ich nicht ein Zweispaltig, sondern nur ein Einspaltig. Kann man machen. Man kann wieder zurückstellen, muss man halt das dann wirklich so verschieben, wie man das will. Gut. Dann das speichern. Sicher etwas weiteres, was man hat. Wir haben gesehen, wir haben auf der Seite einen Seitenbalken. Wie tut man jetzt hier etwas platzieren. Das ist wieder ein Teil, der auf jeder Seite gleich ist. Also ist das ein Fall für das Seitenlayout. Und wenn wir da auf das Seitenlayout gehen, sehen wir euch schon, da haben wir jetzt einen Teil. Wunsch, der oftmals kommt, ist ein Sponsorenblock. Das wäre im vorletzten Release, haben wir so etwas eingeführt. Also die wir doch da eine Sponsorenliste platzieren. Geben wir der einen Titel. Dann haben wir eine Gruppe mit Sponsoren. Nehmen die drei. Sagen auch, was wir wollen. Wir sagen, wir wollen nicht alle. Wir haben sehr viel, hoffentlich sehr viele Sponsoren. Wir wollen nicht alle anzeigen. Der soll die nach einer Zeitvorgabe soll sie automatisch immer wechseln. Da gibt es dann irgendwelche Effekte, dass man es verblassen tut, wie lange man es halten tut. Alle 10 Sekunden soll es das wechseln, wie lange ein Übergang soll gehen, da will ich gar nicht alles zeigen. Aber einfach zum zeigen, wie schnell dass man so einen Sponsorenblock platziert hat. Und schon hat man so einen Sponsorenblock drin. Bei der kann man natürlich Sponsorenwähler oben haben. Wir sind der Meinung, 3 Einträge sind zu viel. Geben wir da vielleicht auf 2 Einträge, die er anzeigt, damit man dann den Rest auch noch sieht hier. Und wenn wir das speichern, die hier auf die Seite gehen und das neu laden und schon haben wir unsere Sponsoren platziert. Ja? Kalender, also Agenda-Einträge sind dort nicht möglich. Dass man die beispielsweise, die wichtigsten Daten, also das Neueste, immer auf jeder Seite und unter Seite anzeigen. Ja, das ist auch ein Wunsch, schon angekommen ist. Momentan ist es wirklich so, wenn man Momentan gibt es nur 2 Blöcke, die da sind. Das ist aber auch, ich habe es vor einer Pause mal kurz angesprochen, Web ist, das werden wir später sehen, da gibt es x Pläne, das wollen wir irgendeinen separaten Release, weil wir dann da x so Sachen machen. Das ist sicher etwas, was schon bekannt ist, dass auf der Seitenbalken, der will man natürlich nicht nur für Sponsoren und für Text machen. Also momentan müssen wir es über Text machen, wenn man so etwas will machen. Aber es macht eigentlich keinen Grund, warum man das nicht macht.
Es gibt aber jetzt Probleme noch, die nicht ganz klar sind, wie soll sich denn das Verhalten, wenn man jetzt, also einen Termin kann man ja draufklicken, dann springt dann noch irgendwas drin, was steht Navigation und so. Es gibt ein paar kleine Fragen, aber das sind Sachen, die man sicher lösen kann. Gut. Gut. Also das ist im Prinzip der Standardfall, also wie kann man jetzt mit Clubdesk, wo man wirklich einfach im Clubdesk drin das bis konfigurieren kann. Das ist vielleicht das einfach, was er vorgesagt hat, wir wollen einfach sein. Das heisst, da kann man mit wenigen Mausklick kann man das machen. Man ist zum Teil dann vielleicht ein bisschen begrenzt, aber einfach zum zeigen, wenn man vielleicht das Bild nimmt, wenn man Farbe wählt, wenn man ein gewisses Flair hat für eine Seite oder so, kann man da sicher eine Seite machen, die sicher mal schon ansprechend ist. Jetzt wollen wir aber, also ein weiteres Ziel ist, dass man dann wirklich weiter kann gehen. Da würde ich jetzt gerne noch kurz etwas zeigen. Wie geht man denn weiter? Oder ist das das nächste Detail? Ja? Da kommst du zuerst. Okay. Sorry. Das kommt nachher. Nein, ich mache es einfach so. Hört man mich? Ja? Ja. Genau, also als erstes würden wir noch kurz darauf eingehen, wie kann man externen Inhalt einbinden. Was sicher noch interessant ist, viele Datenquellen bieten das Einbinden von Inhalten an. Also Google Maps, YouTube, Facebook, sei es irgendein Like-Button oder irgend so etwas. Auch das ist einfach möglich in Clubdesk. Und da möchte ich jetzt ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Wie geht man da vor? Man geht zuerst zur Datenquelle, zu Google Maps, erstellt die gewünschte Ansicht, kopiert dort so einen Embed-Code. Wir schauen uns das nachher noch an, wie das genau funktioniert. Und geht dann wieder zurück zu Clubdesk, legt den Textblock an und tut es dort in die HTML-Sicht einfügen. Und weil wir hier nicht, genau das haben wir vorher gar nicht gesagt, wir haben ja kein Internet. Und darum sind wir offline, auch vorher die Demo vom Hans-Rudi, das ist einfach ein Testserver, den wir hier haben. Und darum ist YouTube, haben wir nicht gut offline können mitbringen. Darum haben wir jetzt hier einfach einen Film, habe ich einen Film gedreht, heute Morgen, wie das funktioniert. Was ich jetzt gerne möchte zeigen. Ja, das ist jetzt einfach ein Testverein. Also ich möchte jetzt wirklich mal einen YouTube-Film einbetten. Und für das lege ich halt zuerst einmal eine neue Seite an. In Clubdesk, damit ich wirklich eine neue Seite zur Verfügung habe. Und jetzt muss ich natürlich zuerst mal jetzt zu YouTube wechseln und dort den Film suchen, den ich möchte einblenden. Nehmen wir zum Beispiel einen Clubdesk-Film, das ist immer schön. Und sagen wir mal, ich möchte den hier in meiner Webseite einbetten. Dann klicke ich den mal an, abspielen, wenn man nicht, kann ich ihn stoppen. Aber was jetzt wichtig ist, jetzt bei jedem YouTube-Film hat es da unten so ein Teilen-Knöpfchen. Wenn ich da drauf klicke, dann habe ich das erste Mal halt die URL, wo ich irgendjemandem etwas schicken kann, aber vor allem den Einbetten-Knopf habe ich hier. Wenn ich da drauf klicke, dann gibt er mir ein bisschen Code vor, den ich kopieren kann. Das mache ich jetzt einmal und gehe wieder zurück zu Clubdesk. Und lege jetzt einfach ganz einfach einen neuen Block an, einen neuen Text- und Bilderblock. Und das Einzige, was ich jetzt machen muss, ich gehe hier in die HTML-Ansicht, klicke dort drauf und tue es einfügen. Wenn man jetzt hier sieht, das ist eigentlich ganz wenig Code. Ich sehe hier auch noch eine Breite und eine Höhe. Ich sehe die URL. Und das ist so ein Iframe-Element. Das ist wie ein Fenster im Fenster, das jetzt hier eigentlich eingebettet wird in meiner Webseite. Schauen wir uns das mal an. Klicken wir auf OK. Und auch nochmal auf OK. Und dann ich speichere es schnell. Jetzt können wir vielleicht das sogar mal im Browser anschauen. Und jetzt habe ich den Film hier schon eingebettet. Jetzt im Moment sagen wir OK. Das ist mir eigentlich zu wenig breit. Ich möchte da nicht so eine Lücke haben. Gehe nochmal schnell zurück, einfach, dass wir sehen, wie das alles funktioniert. Gehe wieder auf die HTML-Ansicht und kann jetzt hier wirklich halt die Breite verändern. Da muss man dann vielleicht ein bisschen spielen, bis man da die richtige Breite verwünscht hat. Das hängt dann ab vom Template, wie breit das wirklich ist. Ja, das ist immer noch irgendwie 5. Ich glaube, da bin ich noch nicht zufrieden gewesen beim Aufnehmen. 5 Pixel zu wenig breit. Nochmal 3. Noch nicht gewusst, dass alle aufs Bier warten, als ich das gemacht habe. Okay, drücken. Und jetzt, genau. Jetzt ist der Film hier eingebettet. Und jetzt schauen wir mal noch schnell an. Dann kann ich dann auch wirklich, wenn ich jetzt das nochmal neu lade, ist er jetzt breiter. Und jetzt kann eine Webseite besuchen, wo der Kunde wirklich halt einfach hier auf den Play-Knopf drücken.
Und dann spielt der Film ab. Auch hier aufs Vollbild wechseln auf der Webseite, dann kommt YouTube im Vollbildmodus. Kann man wieder raus mit Escape. Also da hat man eigentlich eine vollständige Einbettung von diesem YouTube-Film in einer Clubdesk-Webseite sehr schnell und einfach gemacht. Das ist einfach mal das, wie man zum Beispiel einen YouTube-Film jetzt kann einbetten kann. Und dann haben wir gerade noch ein zweites Beispiel, das ich gerne noch schnell zeigen würde, und zwar Google Maps. Einfach, dass man das schnell... Genau, da möchte ich jetzt hier in einem Kontaktformular möchte ich jetzt zum Beispiel noch Karten, eine Anfahrtskarte einblenden. Jetzt gehe ich gleich vor, eigentlich, ich bearbeite die Seite und werde wieder einen Textblock anlegen. Ich gehe jetzt aber zuerst mal zu Google Maps schnell. Und sagen wir mal, Route berechnen, Bahnhof zu uns ins Büro, sagen wir jetzt mal. Bahnhof SBB Basel, Wettstellplatz. Nehmen wir an, der SC-Muster wäre am Wettstellplatz daheim in Basel. Tippe ich das hier ein und sage Route berechnen, zeigt mir Google Maps das schön an. Das ist übrigens noch wirklich lässig hier, ich kann das auch packen. Vielleicht kennen es noch nicht alle und zum Beispiel drüber schieben, wenn ich jetzt will, die Anfahrt von der Autobahn anzeigen. Kann ich das so schön machen. Jetzt habe ich es eingestellt, wie ich es gerne hätte. Klicke da oben auf den Link-Knopf da und habe jetzt hier wieder HTML-Code zum Einbetten in eine Webseite. Kopieren wir den raus. Und mache jetzt hier einen neuen Textblock. Jetzt ist es eigentlich das gleiche Spiel wie vorher, aber wir schauen es uns trotzdem noch schnell an. Mache einen neuen Textblock, gehe hier wieder auf die HTML-Ansicht und tue den Code dort eigentlich reinpasten. Hier sieht man jetzt, dass Google Maps, das ist ein bisschen mehr Code, das muss man aber keine Angst machen, das ist trotzdem ganz einfach. Es ist auch wieder hier wieder ein iFrame, so ein Fenster im Fenster mit der Breite und da habe ich dann zum Glück die Breite das mal schon gewusst. Und klicke auf OK und nochmal OK. Ah nein, eine Überschrift natürlich noch, genau. Sehr gut, und dann OK. Das ist irgendwie bequemer als du, ich kann noch zuschauen. Genau. Speichern, und jetzt hat man hier eigentlich, wenn wir da schnell im Browser wechseln, habe ich hier die Karte. Und das ist jetzt auch wirklich eine volle Google Maps, die ich halt irgendwie auch anschieben und so weiter oder hier wechseln und so weiter. Eigentlich ja, sehr einfach erstellt. Und eben, das sind nicht die einzigen Beispiele. Also da gibt es eben auch, ich sehe es jetzt irgendwie noch Facebook-Like-Button oder was auch immer. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo man eigentlich so externen Inhalt dann eigentlich relativ einfach einbetten kann. Und da natürlich auch größere Karten an sich, kann man zurück zu Google Maps wechseln und so weiter. Das ist einfach zum schnell zeigen. Ja. Ja. Ist der nicht die Google Maps irgendwie mit dem Nummer? Ja, das kommt ein bisschen. Es kommt darauf an, wie häufig das da auf die Webseite kommt. Ja. Das ist ja so. Also genau, es ist glaube allgemein in Aussage, dass man halt jeweils muss schauen, ob man den Inhalt darf einblenden. Genau. Ich habe das jetzt mal ganz einfach aus der technischen Sicht erklärt. Das ist sicher so, ja. Gut, das ist eigentlich das. Dann würden wir da wieder zurück zur Präsentation wechseln. Hoffentlich. Das war die Google Maps-Karte. Genau. Jetzt würden wir ganz schnell noch auf den Template-Mechanismus eingehen und was es mit dem Page HTML und Page CSS auf sich hat. Da habe ich gerade vorher auch in der Pause eine Diskussion darüber gehabt. Was passiert, wenn man in dem Design-Modus schafft, den Guido vorher gezeigt hat, wenn man da Einstellungen vornimmt? Immer wenn ich dort sage, ja, speichere mir das Design, gehen wir an und speichere ein Page HTML und ein Page CSS. Das HTML ist eben im HTML-Format, das tut mehr oder weniger die Struktur von dieser Seite festlegen. Und das CSS, da ist mehr oder weniger die Information drin, wie jetzt das aussieht, welche Farben, welche Hintergrundbilder und so weiter, dass da vorhanden sind. Und das wird gespeichert anhand von der Information, die ich dort ausgewählt habe. Zusätzlich werden noch gewisse Bilder gespeichert, wie zum Beispiel für die Ränder und so weiter. Aber das muss jetzt nicht allzu groß interessieren. Das sind eigentlich die zwei interessanten Sachen. Und was man hier verstehen muss, ist eigentlich, dass Page HTML ist immer die Grundstruktur für jede Seite. Also für jede Seite, die ich jetzt im Clubdesk habe, ist immer das eigentlich die Grundstruktur. Und wie das gemacht ist, ich habe den normalen HTML-Code rundherum und dann habe ich so Platzhalter drin.
hier zum Beispiel Content, da wird der Inhalt, also wenn man mal, man kann in das File hineinschauen im Clubdesk, da wird der wirkliche Seiteninhalt reingerendert. Und hier zum Beispiel der Inhalt vom Seitenbalken, den der Guido vorher als Sponsorenblog gemacht hat. Und wie der Guido vorher schon erwähnt hat, also wir haben eigentlich schon von bestehenden Webseiten eigentlich das HTML übernommen und haben einfach die Platzhalter reingeschrieben und haben da wirklich praktisch können identisch, das Webdesign identisch übernehmen, auch zu Clubdesk. Also da ist man eigentlich anhand von dem relativ flexibel, muss man wirklich sagen. Was man auch machen kann, ist halt das bestehende HTML, das jetzt geschrieben worden ist, ein bisschen anpassen. Und das würde jetzt vielleicht, das würde vielleicht der Guido mal ganz kurz an einem Beispiel erklären, wie man jetzt das machen kann, dass man das wirklich mal sieht. Also was ich vorgezeigt habe, ist im Prinzip der Standard gewesen. Jetzt geben wir nennen das immer ein bisschen den Expertenmodus, da wollen wir eigentlich möglichst alles erleben, was man machen kann. Und wenn man das verstanden hat, was eigentlich da abläuft, was der Mechanismus ist, dann ist da sehr viel möglich. Auch da wieder nur einen kurzen Einblick, einfach, wie geht das, um die Angst zu nehmen. Schlussendlich, wenn man da wirklich eine schöne Seite machen will, ist das dann doch, braucht es ein bisschen Kenntnis. Aber das ist sicher etwas, was ihr vielleicht nicht selber machen müsst, was ihr vielleicht im Verein Leute habt, die da das Flair und eure, das Know-how haben. Wichtig ist, im Prinzip, das ist nicht wichtig gewesen, da geht es ums Template, da kann man durchaus mal bis etwas investieren, dass die Seite gut aussieht. Was man nachher aber nicht selten Zeit verliert, ist, wenn man irgendwie Inhaltssachen macht. Also wenn man hier einen Experten herbeizieht und der eine schöne Seite macht, ist das vielleicht gut investierte Zeit. Wenn man aber jedes Mal einen Experten braucht, um irgendwie eine Adresse zu ändern, ist das nicht das, was das Ziel von Clubdesk ist. Also, hier gibt es das Menüpunkt Webdateien verwalten und wenn man das aufmacht, dann sieht man schon, da ist das Page HTML und das Page CSS, was der Rolf vorher erklärt hat. Wir sehen hier schon die zwei Bilder, die ich eingeladen habe, das ist da vorhanden. Jetzt kann man zum Beispiel die HTML-Seite anschauen, Doppelklick, und das ist euch, das haben wir schematisch euch schon gesehen, wie das geht. Was wir zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel, was wir angefragt haben, können wir nicht im Header irgendetwas einblenden. Das kann man ganz einfach machen, da kann man drin schreiben. Ein Beispiel, was verlangt wurde, ist, kann man nicht einen Link machen, eine Mail-Adresse einblenden, dass, wenn man draufklickt, dass das Mail aufgeht. Da sind jetzt halt einfach gewisse Kenntnisse notwendig, wie das ist. Also das machen wir als Link. Mail2 öffnet nachher das installierte Mail-Programm, das man hat. Und jetzt nehmen wir da zum Beispiel das ist, was nachher die Mail generiert. Geben wir dem Ganzen noch einen Namen. Das ist das, was angezeigt wird. Und dann ist halt, das müssen wir halt kennen, das ist halt, da geht das Link geht dazu. Und das ist eigentlich schon alles, wenn man das macht. Und das zu macht. Dann hat man jetzt hier oben an den Link. Ist natürlich nicht das, was man will. Ist man noch nicht zufrieden, aber auch da gibt es kein Problem. Wer weiß, wie es geht. Das ist häufig, das stimmt, ja. Also, da kann man jetzt gewisse Informationen dazu tun. Also eine Sache, die man sicher will, man will das nicht links haben, sondern will das vielleicht rechtsbündig haben. Da gibt es die Direktive Float und wir wollen es reiten. Gehen wir vielleicht weiter. Wenn man es reiten ist, ist das ganze Mac. Da gibt es die Direktive Padding. Also da müsst ihr es nicht erschrecken, das kennt man das ein bisschen. Oder man kennt jemanden, der das einrichten kann. Wir können sonst auch gerne helfen, so Sachen. Aber das ist nicht eine Hexerei, das müssen wir einfach halt mal schon gesehen haben. Das sind 5 Pixel. Und wer schon dran sein, der vielleicht noch die Farbe ändern. Und was vielleicht auch noch störend ist, ist
dass das unterstrich ist. Also links wäre typisch wie Satzzeichen mit einem Unterstrich, das will man vielleicht nicht. Und jetzt müssen wir schauen, dass das noch alles zugeht. So. Und wenn ich jetzt auch keinen Fehler gemacht habe. Genau. So. Mein privater Syntax-Checker hat das gemerkt. Und so sieht das dann schon ein kleines bisschen besser. Dass man das besser machen kann, das kann man daran spielen. Vielleicht ganz ein kleiner Hinweis noch. Da gibt es natürlich auch Tools, die das unterstützen. Zum Beispiel jetzt im Firefox ist das der Firebug, wo man dann das machen kann. Da kann man drauf gehen, das Element packen und dann sieht man hier die Sachen. Man kann dann da direkt spielen. Also wenn man sagt, werde ich das ein bisschen ändern, das Padding ändern, kann man platzieren, wenn man will. Man kann das sehr einfach mal prototypisch schauen, wie will man denn das haben, welches Element das ist. Da gibt es Hilfsmittel, die man nachher kann brauchen kann, aber wie gesagt, die hat da vielleicht jemand fragen, der das schon mal gemacht hat, und dann, ist das, dann lacht er über die Demonstration hier. Gut. Das ist das Erste, was ich wollte zeigen. Dann das Zweite. Es ist gesagt worden, im Prinzip eine Sache ist das Page HTML, was die Struktur darstellt. Beim Page CSS sind dann vor allem die Definitionen drin. Und da mache ich vielleicht auch mal einfach ein Beispiel, um nur mal einfach ein bisschen zu zeigen, was denn so möglich ist. Gehen wir da drin. Jetzt muss ich das schnell schauen. Vielleicht. Also jetzt, was ich jetzt hier machen könnte, ist zum Beispiel, dass ich sage, ich will hier den Hintergrund, den ich jetzt habe, von dem Ganzen, den will ich ein bisschen durchsichtig machen, also halbtransparent machen. Dann muss ich zuerst mal wissen, was ist das für ein Element. Wenn man das nicht weiss, ich zeige es das an. Gehen wir hier. Also man sieht, das Blau ist das der Body. Also da sieht man nachher, das ist hier das Main, was das hat. Da gibt es nachher ein Background. Das ist der Hintergrund von dem. So kann man das ein bisschen kennenlernen, was das ist. Einer, der das lesen kann, es ist, wie versucht, das möglichst schön aufzubauen. Also jetzt müsst ihr hier. Das ist noch nicht das, was ich gesucht habe. Das ist auch nicht das. Center ist es. Okay, Main Background Center sehen wir hier. Und ich tippe hier ein. Ah, das ist das hier. Also wir haben hier, der Background ist der Verlauf, den wir hatten. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, die Background Color ist gleich. Schließen und jetzt sieht man im Prinzip, dann ist das so ein halbtransparenter Hintergrund, wo man jetzt das Holz durchsieht. Gut.
weil die Zeit durch Fortschritt ist, ganz kurz, was ich eigentlich auch noch zeigen wollte, ist angedeutet worden, wichtig, wenn man so Sachen macht, man muss das immer in verschiedenen Browser testen. Und jetzt das, was ich jetzt hier gezeigt habe, das würde in sehr vielen Browser gehen, aber zum Beispiel im Internet Explorer 8 würde das nicht gehen, weil es das nicht kennt hat, aber auch da gibt es nachher Möglichkeit, dass man das machen kann, das wollte ich vorführen. Aber ich glaube, das ist... das Detail gehe ich jetzt nicht rein. Es gibt die Möglichkeit, das ist wichtig. Es braucht das Know-how. Also man kommt nicht ohne Know-how hin. Aber was ich jetzt aufzeige, ist, dass man auch hier mit relativ wenig, wenn man weiss, was man machen kann, wenn man weiss, was möglich ist, was nicht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, gerade auch mit verschiedenen Browsern und so, kann man das eigentlich sehr schön machen, dass man da sehr viele Effekte machen kann. Und wie gesagt, die Zeit investiert man einmal. Dann hat man ein Layout vor der Webseite. Der tägliche Gebrauch sollte dann wirklich viel, viel einfacher sein. Das ist jetzt einfach wirklich gesagt, auf einer Seite gezeigt, es ist einfach, das zu brauchen, wenn man kommt relativ weit mit Bildern, Farben. Wenn man genauer in die Sachen will, ist es möglich, braucht ein bisschen Kenntnis. Kann man auch verschiedene Versionen von der Webseite spielen? Also das heisst, man baut noch eine auf, wenn man die überarbeitet, dass man eine zweite Version kann und die noch scharf schaltet. Also man kann nicht, das ist auch etwas, was in dem geplanten neuen Web-Release dann abdeckt ist, dass man das Draft-Modus hat und dann scharf schalten, das ist momentan nicht möglich. Aber jetzt hier in dem, wenn man da ein bisschen anspielt, könnte man sicher, sagen, wenn man jetzt eine Änderung macht, dass man es nicht verliert oder so, wenn man eine Webseite hat, die funktioniert, könnte man sicher hier die beiden Dateien, die kann man runterladen auf die Zeitdatei, kann ein bisschen anspielen. Aber das Problem momentan ist wirklich, also sobald dass man nachher save, also wenn man hier nicht save klickt, aber sobald dass man das save klickt, dann ist es eigentlich dann halt auch scharf. Also das ist es bekannt, ist das Problem, dass wenn man jetzt gerade am Template arbeitet oder so, ist das immer sofort live, da gibt es den Traf nicht. Aber sicher, man kann das speichern, kann man spielen, wobei das passiert, typischerweise passiert ja das initiale Mal und wird nicht so häufig geändert. Aber es ist adressiert, wird vielleicht eine Lösung, dass man den Draft-Modus unterstützen kann. Gibt es sonst noch gerade Fragen? Ja, mal eine Frage. Wenn man jetzt eben so wird spielen, wegen dem Mal speichern, das heißt auch an die Wörter. Dann schreiben wir nachher wieder in diese Version vom Tag vorher. Das ist. Gibt es zwei Sachen. Eine Sache habe ich jetzt gerade gesehen, also wenn man das spielt, kann man hier das Page HTML und das Page CSS kann man auf die Seite tun und dann halt wieder einspielen oder wieder machen. Das müssen wir selber machen. Die zweite Antwort ist, es gibt es noch nicht, aber natürlich auch hier, das ist vorher, auf der Datenbank ist das alles versioniert, das heisst, also historisiert. Da fehlt momentan einfach Funktionalität, um das dann wieder zurückzuspielen. Aber auch das im Prinzip, also momentan ist es aus unserer Sicht nicht ein riesiges Problem, wenn man es typischerweise anfangs macht, aber es ist klar, mit der Zeit, wenn man Webseiten nicht sagt, jetzt wird man die ein bisschen aufpeppen, neu machen, so, ist das natürlich ein Fall im Prinzip, wo man hat. Punkt, den ich auch noch nicht gesagt habe, was natürlich, das ist einfach, muss man sich auch bewusst sein, einfach, wenn ich jetzt hier gehe, jetzt habe ich das schön angepasst und ich gehe jetzt hier das Design anpassen, es wird mir gesagt, das ist benutzerdefiniert, ich kann da natürlich jetzt wieder anfangen. Wir müssen einfach bewusst sein, wenn ich das mache, überschreibt er das Page HTML und das Page CSS. Und dann hat man halt die schöne Arbeit auf die Seite. Darum gibt es auch die Möglichkeit, dass man das speichern kann. Also, dass man es abladen kann, wieder rauf, ist im Prinzip halt einfach, weil es die Funktionalität noch nicht von Club das wirklich unterstützt. Das ist ein bisschen ein Workaround, was es gibt. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Schon ein Punkt, das Google Analytics. Ja. Das habe ich auch in der Beschreibung nicht voll verstanden, was dahinter steht. Das ist ja mit Vorsicht zu genießen, oder? Also Google, also angefangen jetzt eigentlich, viele haben irgendwie wollen wissen, wie wird denn ihre Webseite besucht. Also viele, die dann Counter ist, das ist ein bisschen Poor Man Approach. Und dann haben wir gesagt, man kann ja im Prinzip Google Analytics machen. Im Wesentlichen haben wir das auch schon ohne der können machen, man hat nämlich das HTML kennengehen. Google Analytics funktioniert so, dass man eigentlich auf der Seite oder auf allen Seiten hat man ein kleines JavaScript-Code, der dann irgendwie halt einfach
Informationen an die Server schickt, okay, es ist die Seite ist besucht worden, euch von welchem das besucht wurde, dann wird die Information angeschickt. Das haben wir dann nicht gebaut und das kann man sehr einfach einschalten, man muss ein Google-Account machen und gibt dann eigentlich das Google-Account an. Mit zwei, drei Schritten hat man das Google Analytics eingebaut. Was dann passiert, ist wirklich, dass wenn Besucher auf die Webseite kommen, gibt es immer die Meldungen an der, die das zählt, und dann bekommt man sehr aussagekräftige Statistik. Also kann man dann wirklich auf einer Seite, kann man das sehr schön grafisch dann sehen. Auf der Link ist so viel mal geklickt worden, auf der Link ist so viel mal geklickt worden und so weiter. Das ist dann einfach alles, kann man dann nachschauen. Auch wieder da ist die technische Antwort. Dann die andere Antwort ist wirklich, wenn man das macht, muss man den Benutzer eigentlich informieren, man muss das irgendwas so sagen, dass das eine Seite von Google Analytics ist. Da gibt es Bestimmungen. Das ist dann eher die rechtliche Seite. Aber man darf, das müssen wir pressen, muss das da sein, dass man das macht. Ja. Das ist zum Beispiel, ich meine, ist die Clubdesk-Seite, ist natürlich auch über Google Analytics. Wir wollen natürlich wissen, wo kommen die Leute drauf. Wer hat wo geklickt, das sind die Auswertungen, dass man sogar sieht, von wo sind gekommen, von wo haben wir gekommen. Da sieht man, dass, welche Seiten sind. Da kann man sehen, das ist ein sehr mächtiges Tool. Ist auch für eine Webseite, also wer hat das zum Beispiel im Sponsorenblock, ist das auch so gelöst, dass wenn man da einen Link angeht, dass der nicht direkt auf die Adresse geht, sondern auch wieder über Clubdesk. So kann man zum Beispiel sagen, auf welche Icon oder auf welchen Sponsor ist wie oft geklickt worden. Das ist auch wieder dann vielleicht für grössere Vereine oder so, kann man dann das vielleicht als Argument brauchen, wenn man so einen Sponsor kann sagen, wird er dich hier platzieren, wir haben so und so viele Hits pro Tag und auf dein Logo ist übrigens so und so viel mal draufgeklickt worden, vielleicht ein Argument. Bei Webseiten, die nicht so viel besucht werden, ist das vielleicht nicht unbedingt notwendig. Ist das Impressum gerade da? Ja. Haben Sie ein Standard-Impressum, das drauf ist auf der Webseite? Oder muss das, also ich weiß auch von jemandem, der Webdesign macht, ja, wo einfach quasi ein juristisch abgesegnetes Impressum einmal hat und das auf seine Websites drauf tut. Ja. Haben wir so etwas standardmäßig, wo wir von euch haben? Das ist ein sehr guter Punkt, dass man es mindestens in der Standard-Webseite, wo ja registriert, dass man das hat. Das ist sicher richtig, ja, weil wir sind ja juristisch nicht bewandert, dass wir einfach von euch eine Grundversion haben, oder, man kann sagen. Also zu Google gibt es da, wenn man Google Analytics einsetzt, dann gibt es einen Tipp, da kann man schnell googlen, oder, und da findet man Standardtext. Oder da, ich glaube, Google selber hat gesagt, hey, wenn du es willst, Google Analytics willst du verwenden, dann musst du den Text oder für Deutschland oder für die Schweiz musst du ins Impressum von deiner Page reinstellen. Dann kann man einen Copy-Paste übernehmen, oder, und dann ist man auf der sicheren Seite. Ich meine, das steht eigentlich nur drin, hey, die Seite wird mit Google Analytics auch ausgewählt, und das ist dann eigentlich das. Aber gibt es ein Frame, wo man Google Analytics darstellt bei eurer Seite? Und dass man den HTML-Code einbauen kann. Ja, das ist eine Integration, die man gemacht hat, also Google Analytics. Das ist automatisch, genau. Das habe ich gesehen, ja. Aber der Text, den man da muss darstellen, das Impressum. Nein, das gibt es nicht. Gibt es nicht? Das ist ein extrem guter Punkt. Allgemein Impressum wird immer wichtiger, all die rechtlichen Sachen. Ich glaube, das nehmen wir mit. Und soll man das als extra Seite darstellen, das Impressum, oder das Impressum zu unterstellen? Also wir haben zum Beispiel den Typ des Webseiten, ist halt zu unterstellen, im Footer ist irgendwo, wo auch in den Adressen so steht, steht irgendwo fett Impressum, da kann man draufklicken und das ist eine einzelne Seite. Okay. Ja. Wenn wir schon beim Registrieren sind, habe ich noch eine generelle Frage. Und zwar geht es ja mit dem Internetadresse. Zum Beispiel www.sportclubmoster.ch. Ja. Ist das die Aufgabe vom Club, dass ihr das bei Switch registrieren, damit das geschützt ist? Oder ist das etwas, was ihr auch als Dienstleistung machen würdet? Nein, das ist die Aufgabe vom Club. Und das ist eigentlich auch so, die meisten Club oder sehr viele Club haben das schon. Die haben schon irgendwie das registriert. Und es ist auch wichtig, der Domainname, der gehört dem Club, da haben wir nicht das Recht auf den Domainnamen. Das gibt sogar Fälle, also ich kenne von Fällen, die. Es ist jahrelang gut gelaufen, dass eine IT-Firma hat das für einen Verein gemacht.
Und da hat es nachher Streitereien gegeben, weil die sind dann auseinander irgendwie. Und das ist wichtig, dass das kehrt, der Domain kehrt dem Club. Genau gleich wie die Daten im Club kehren. Das ist nicht, das kehrt nicht ein, da haben wir nicht recht dran. Und das ist wichtig, die Trennung. Da helfen wir gerne, wenn es irgendeine Frage gibt oder so beim Registrieren. Aber da muss man eigentlich wirklich, ist gut, wenn du eine Beziehung direkt vom Verein zu Switch halt, dass der Verein das bei Switch kauft. Da helfen wir gerne, wenn da Fragen sind oder so. Und nachher natürlich das Übernehmen, das Eintragen von der Sache, das machen dann wir bei uns. Da muss man etwas Kleines machen, nachher, dass es auf Clubdesk zeigt. Aber das ist etwas ganz Einfaches und da helfen wir auch gerne. Aber eben, das können wir nicht übernehmen. Oder das würde man sehr ungern machen.